Unser Sohn hat seinen eigenen Supermarkt im Kinderzimmer bekommen und den werde ich jetzt für ihn einrichten. Ich habe einen kleinen Einkaufswagen geholt, eine kleine Tasche. Dann gibt es natürlich auch Obst und Gemüse in verschiedenen Farben. Dann haben wir hier die Benjamin-Blümchen-Torte geholt. Die kann man hier so auseinander machen. Die kommt in den Kühlschrank mit einem kleinen Messer. Dazu kommen dann hier noch so bunte Macarons. Und das Ganze habe ich dann erstmal zugemacht. Dann haben wir hier so einen Brotkorb geholt mit Baguette, Toastbrot, Brezel und einer Zange. Habe ich dann auch reingestellt. Dann haben wir hier einmal die Schokoküsse geholt. Habe sie aber rausgeholt, weil die verschluckbar sein könnten. Dann habe ich hier Milchflaschen geholt. Dann gab es hier noch so Schoko- und Erdbeermilch. Dann habe ich hier noch Kuchen geholt. Leider waren die Teile hier auch relativ klein, wie bei der Prinzenrolle. Die wurden dann rausgeholt. Dann haben wir hier noch einen Eisstand, dann noch einen Mixer. Damit kann der Kleine dann lernen, Kuchen zu backen. Hier die Zutaten. Dann habe ich hier noch so kleine Cornflakes-Verpackungen, hohes C und natürlich eine Kreditkarte. Die Reaktion sieht jetzt in der Story.